Mit einem Blick auf den Kalender ist dem ein oder anderen vielleicht aufgefallen, dass nur noch 47 Tage bis zu Heiligabend sind. Also gar nicht so verkehrt, sich schon mal für die richtigen Geschenke zu entscheiden. Doch was für uns so selbstverständlich erscheint, ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall. In Osteuropa zum Beispiel leben viele Mädchen und Jungen in großer Armut und Geschenke an Weihnachten gibt es kaum. Dass man diesen Kindern trotzdem eine Freude machen kann, zeigt die Geschenkaktion Weihnachten im Schuhkarton, welche seit 1996 auch in Deutschland durchgeführt wird. Auch wir vom Sender LTV wollen uns an dieser Aktion beteiligen. 3 Kartons wollen wir verschicken, für 2 Mädchen zwischen 2 bis 4 und 10 bis 14 Jahren und für einen Jungen im Alter von 5 bis 9 Jahren. Beim Packen müssen wir uns allerdings an die zollrechtlichen Richtlinien halten, denn es dürfen weder gebrauchte oder gefährliche Gegenstände verschickt werden, noch irgendwelche chemischen Stoffe oder Flüssigkeiten. Zum Schluss noch den Deckel drauf und dann auf zur Cottbusser Sammelstelle in der Bautzener Straße 111. Hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde treffen wir Heike Balko. Sie kann uns noch einmal genau sagen, was man alles zu beachten hat. So, Frau Balko, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Können wir unsere Pakete so verschicken oder muss da jetzt noch was geändert werden? Ja, wir gucken dann einfach mit unseren Helfern von der Sammelstelle in die Pakete rein. Als erstes würde mir hier halt auffallen, dass der Aufkleber für einen Jungen 5 bis 9 Jahre so aussehen muss. Der ist auch an dem Flyer, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte. Den würden wir dann hier raufkleben und würden das nochmal korrigieren. Und dann sehen wir schon, das haben Sie genau richtig gemacht, es sind Lollis drin, Süßigkeiten. Es ist etwas für die Zahnpflege drin, Zahnputzzeug, ein Kuscheltier, immer total beliebt. Und für einen Jungen natürlich nicht wegzudenken, ein schönes Auto. Also Weihnachten ist ja für uns Christen ein ganz besonderes Fest. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt und hat uns damit ganz besonders seine Liebe gezeigt. Und wir wollen allen Kindern, die wir beschenken, zeigen, dass auch wir sie genau so lieb haben, wie Gott uns lieb hat. Und deshalb packen wir diese Päckchen und bringen sie in die Empfängerländer, und zwar genau zu den Kindern, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch kein Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Ich selber war schon mal bei einer Verteilaktion mit dabei, und wenn man dann so die Kinderaugen gesehen hat, wie sie sich freuen, selbst über die kleinsten Dinge, über jeden kleinen Ring, über jedes kleine Kuscheltier, selbst über die Schulsachen, die es ja in ihren Orten vielleicht nicht überall an jeder Ecke so für sie käuflich zu erwerben gibt. Also da geht einem schon das Herz auf. Wer Kindern in Not also eine Freude machen will, der hat noch bis zum 15. November Zeit, seinen gefüllten Schuhkarton abzugeben. Weitere Informationen zu den Paketrichtlinien und Abgabestellen in und rund um Cottbus sind zu finden unter www.geschenke-der-hoffnung.org.